Ja, besser, nee, besser spät als nie, liebe Tischtennisfreunde. Herzlich willkommen zum Fett ihm gerne. Die ersten beiden Einzel auch schon live. Im ersten Einzel holte sich Yang Wang im zweiten Einzel vor der Pause zu. Als Steffen Menge doch etwas überrascht. Und der letzte Saison, der beste Spieler, Steffen Stark, und holte sich den 5. und entscheidenden Satz. Also 2:0 für Fett hier gewinnt gegen Patrick Franziska. Obwohl am Arbeitsfeld steht 0:2, geht dieses dritte Einzel auch verloren. Dann ging es ganz schnell. Alles auswärts. Achtungserfolg. Zug in die Playoffs angegeben. Nachdem man ja in der letzten Saison 7:7 im zweiten Satz. Schon super gespielt und Wang Shi geschlagen. Ich erwähnte es bereits. Beide Spiele auf allerhöchstem Niveau, Patrick Franziska. Ja, zwingt hier Koki Niva zu seinem besten Tischtennis. Satzball für Koki Niva zur 2:0 Satzführung. Ja, stark. Satzball Nummer 2. Das ist der zweite Satz. Tages auch jeweils schon. Der jeweils andere Gegner kam dann. Herr Ochsenknecht, am Ende gab es zwar eine knappe Niederlage, aber dennoch ein absoluter Ausdruck, Patrick Süß von Borussia Düsseldorf schlagen konnte. Also seine Form wirklich richtig gut, aber das kriegt er bislang hier nicht von Patrick Franziska angesprochen. Die hat er eigentlich, auch wenn er gegen ganz bitter mit 11:13 die Niederlage für Patrick Franziska. Aber das ist eben die große Frage, ob er die Nerven behält und ob er dem Druck von Koki Niva hier standhalten kann. Ja. Mit dem besseren Ende für Koki Niva. Er zwingt da ihn ganz, ganz weit weg vom Tisch. Patrick Franziska kann nur reagieren. Und das landet dann, das endet dann. Timeout, Patrick Franziska, ist auch nötig. 3:5 der Rückstand, 6 Punkte. Wird ihn auch nochmal. Gibt es einen Schluck zu trinken. Hier vorne. Ja, da sehen wir es auch. Ja. Gestikuliert.
für den Japaner. Die Topspin bei diesem kleinen Energiebündel aus Japan. Jetzt braucht's Punkte für den jungen Deutschen. Auf 6:2 Punkte in der Tabelle würde man diesen dritten Platz zumindest festigen hinter den beiden Top-Teams Ochsenhausen und Borussia Düsseldorf. Sehen wir es nochmal schön in der Zeitlupe für Kukulisa Kanpana, den Nationalspieler Japans. Ja. Was kann er an Varianten noch auspacken, auch beim Aufschlag? Ins Aus 10:6 und das heißt 4 Matchbälle. Für Koki Niva das war's. Und so kam Ende 11:6 der dritte Satz für Koki Niva. 3:0 gewinnt er sein Einzel in diesem Top-Spiel gegen Patrick Franziska, der heute...